Equal. Next. Oh, eine Bucht. Lesen. Mhm. Epische flexible Holoscreens. Die Map sieht witzig aus. Retaliation time. Boah, sure thing. Ui. Lass mal schon was schmeiß ich raus. Ich kann ja nur irgendwie rausschmeißen. Was bringt das was? Wie, ist einfach, wie ihr beides einfach nicht durchlest. Doch, nee, ich hab's durchgelesen. Nicht beide Seiten, oder? Die zweite habe ich nur überflogen, das stimmt. Weil Marco sagt, die Map sieht interessant aus. Ja, da gibt's ein Sprungpad, also ein Trampolin in der Mitte. Schauen wir, ob du so nah bist. Also in der Nähe. Nee, ich glaube, er war Menschen näher. Hui! Hui! Das ist doch ein großes Bounce Pad. Mhm. Übrigens, nimmst du den stabilen Kern wieder mit rein, oder? Ja. Hast du schon? Nein. Den instabilen habe ich. Du hast den instabilen, ja. Ich habe den instabilen. Dann nimmst du jetzt bitte den stabilen. Anna. Du hattest nämlich einen stabilen Kern. Ich bin ziemlich sicher. Können wir gleich im Video nachsehen. Also den Eltern auch. Oh. Das Glaubpad macht irgendwas. Das hier. Glau sein? Nein, das hat gerade hier diese Pflanze explodieren lassen. Oh. Ui. Dann macht das grüne Pad bestimmt auch. Gut möglich. Ja. Oh. Das sieht geil aus. Macht bestimmt eine Menge Schaden. Ach, draußen ist auch noch mal eins. Das funktioniert aber nicht allzu gut. Muss irgendwas außen rumrennen, weißt du? Ja, nee, egal. Also was für ein grünes Pad? Ist... Okay, also wie nutzen wir die Pflanzen am günstigsten? Keine Ahnung. Ich denke mal von den Partikeln her, die hier macht Eisschaden. Also verlangsamt wahrscheinlich. Was die grüne macht, keine Ahnung, vielleicht vergiften. Und die rote macht Feuerschaden. Was? Ja, das hört sich schon so ätzend an. Ach, man hüpft ja dann, man fliegt ja dann durch, oder? Mit diesen Plattformen, oder wie ist das? Oder kann man einfach zerschießen? Man hüpft, ja, man hüpft auf die Plattform drauf und dann aktiviert die Pflanze. Jo. Ah. Oder was auch immer das ist. Dann konnte ich bis jetzt noch nicht machen, weil jetzt. Ah, jetzt hab ich's. Okay, jetzt hab ich's gesehen. Ja. Viel Spaß auf dem Gerät. So, nee, jetzt aber mal hier, ne? I am searching for secrets. Das auch noch. Klar, oh, du kennst Gott. Mich. Ja, ich hab 3 Minen gefunden. Ja, wir haben auf der anderen Map gar keine Mine gefunden, oder? Stimmt. Gut, gibt's wahrscheinlich nicht auf jeder. Doch, hier gibt's bis jetzt eigentlich immer auf jeder. Hier sind ganz viele super kugelige Kugeln. Ich würde sagen, super kugelige Kugeln. Und so beliebtes Giftwasser. Jo, mit was wollen wir anfangen? Harfe oder so? Ja. Ne, weil da ist doch diese Art erster Stock, da muss man doch irgendwie hochkommen. Ob du damit deine Viecher triffst? Hattest du eine Range? Ja, okay, dürft gehen.
Mach hier mal an, ich sehe mich noch ein bisschen weiter um, ne? Jo, ich hab gemacht. Ich auch. Wir haben jetzt einen Hafen und ich kann keinen weiteren Turm bauen. So schön wie die Bahn, dass so eine Elektroschienenbahn auch ist, ne? Kann man hier hinten sehen, wenn man hier hinten rausgeht. Wer aktiviert die Teile jetzt eigentlich im Kampf? Der gerade dahin läuft wahrscheinlich. Wir können sie ja mal ausprobieren jetzt mit der gelben Pflanze, glaube ich. Hier ist noch eine Biomine. Dann legt die auch irgendwo hin. Und ja, die sind schön, aber mir fehlt irgendwie das Secret-Potenzial. Aber das Potenzial ist da, das ist es eben. Ja, wollen wir noch irgendeinen Turm bauen, oder? Ich habe noch genug Punkte für einen Turm, ich müsste nur wissen, welchen wir wollen. Such dir einen aus. Die Gatling. Fokus. Klar, Fokus. Ja, aber am besten hier hinten. Pau. Also ich wollte nicht gerade auf dieses rote Teil springen, sondern daneben. Ich wollte nämlich irgendwie rüberkommen. Alter, dieses rote Teil, das geht mir so auf den Sack gerade. Weil bei diesem Mal bin ich vom Spider wirklich dran vorbeigesprungen. Ja, das ist mir jetzt egal. Du leidest jetzt gefälligst. Dahin? Mhm. Genau richtig. Gut. Du wolltest ihn ja mittig haben, oder? Nee, ist egal eigentlich. Doch, der ist mittig besser, weil Simon will da garantiert, einen Blitzturm hinstellen. Wo? Kogo. Erstmal upgraden vielleicht? Nee. Unsere Punkte reichen aber genau. Ich finde die Map und die, überhaupt die Map und die Minimap immer noch genauso verwirrend wie eh und je. Ich hasse dieses Spiel für diese Map. Ich kann mit der nichts anfangen. Das ist so, das habe ich immer schon gesagt. Ja, mach mal den. Fängt mit alle. Und mich direkt mit. Ach komm, sollen sie mich doch aufsprengen, hier. Ich hab einige von ihnen auch aus dem Killen gekriegt, ich hab keiner sitzen können in der Zeit. Hui, da fliegen Leichenteile. Muss den gelben Button treffen. Ach, hast du schon getan. Ja, hast du nicht. Hat Schaden gemacht? No idea. Ich glaube ein bisschen, aber nicht viel. Ah, da hinten kommt einer, der mich gerade gewundert. Nebenbei visiert ihr mit eurer Waffe eigentlich? Selten, macht eigentlich auch keinen Sinn. Ich meine auch nicht mehr. So auf die riesige Entfernung schieße ich nie und selbst dann macht es eigentlich fast mehr Sinn, einfach auf die Höhe zu schießen. Dass der weniger irgendwann drücken muss. Das ist eigentlich, nö, ich schieße nicht mehr. Ich zieh nicht mehr. Ich schieße einfach nur so mit rein. Hier dadert eigentlich ein Kairos in der Kopf. Obwohl. Das Problem ist, dass die immer alle nur so praktisch drei auf einer Reihe sind. Genau, das ist der einzige Punkt, wo die wirklich Sinn macht. Kommt die Kairos hier hin? Perfekt. Ja? Raketenturm? Jo. Why not?
Wer geht wohin? Ja, mal kurz, da kommen die Viecher raus, da kommen Kampfläufer. Kampfläufer solltest du lieber machen, ne? Bist du am besten mit drin. Wer bist du? Wer hat sich zuerst angesprochen gefühlt? Wir beide eigentlich ziemlich gleichzeitig. Da kommen diese Kämpfer. Ich kann diese Faustkämpfer nehmen, wenn es sein muss. Oder die Spucker, je nachdem, was ihr am wenigsten wollt. Mir ist egal, ich mache auch gern mit Spuckern. Dann nehme ich die Dinger da. Die Läufer. Gut, dann nehme ich die Faustkämpfer hier. Die normalen Läufer hier. Ach, jetzt willst du die Kampfläufer machen. Ja, du wolltest doch eben die Spucker machen. Er hat gesagt, er würde sie auch machen. Ja, das ist so als. Sehe ich. Care for me! Das ist nicht mal voll episch. Okay, bin gestorben. Wollen mich einfach weggerannt bin und der mich irgendwie plötzlich mit 12 Kilometer Entfernung getroffen hat. Egal, die Läufer wurden super aufgehalten. Und so, bin die Schwachstelle getroffen. Und Zeitlimit. Ja, was ganz Neues. Autsch. Macht das überhaupt Sinn? Ich überlege grad. Naja, kann man machen. Jemand kriegt die Punkte. Ich. Okay. Da kommen erst von den Läuferkerlen raus, da 6 Schweber und Mutierer. Hep. Blitz. 4, 3. Ich geh schwer. Ich bin bei Mutierern gerade. Holy. Spuckfliege plus. Juhu. Da kommen. Die kommen ziemlich nah zum Kern. Ja. Der Mutierer hat sogar hier bis hier hinten hingeschafft. Ah, gefährlich. Sehr gefährlich. Weiter nach vorne bauen oder weiter nach hinten? Okay. Also ich wollte hier von hinten nach vorne. Wieder hinter. Ich könnte ja aus anderen Richtungen ausbauen. Das macht mehr Sinn eigentlich. Genau. Alter, es ist so krass, wenn die hier alle rum sind und dann den Knopf drückt und der wirklich Schaden macht. Oh. Ich hab die rote macht noch einen Ticken mehr Schaden als die hier, aber gut. Ich
Ich habe bis jetzt noch gar keinen Schaden gesehen überhaupt. Ich habe den Schadensteil noch gar nicht ein einziges Mal angucken können. Notfalls liegen hier mal, stehen da auch mal Explosionsfässer an der Kante hier, also die kann man auch noch anschließen dann. Ja. Mal gucken, was kommt wo raus. Da kommt eine Harfe, wäre nicht schlecht. Ein was? Eine Harfe. Komm wieder wo? Ja, hier halt. Im Hauptbereich. So, hier haben wir 4 Schweber und 4 Mutierer. Wenn die das zusammenarbeiten, finde ich das schon ziemlich doof. Aus den anderen beiden kommen jeweils 4 und 5 Heiler. Und so ein bisschen Kleinkram. Ja, sagt mal was dazu. Taktik. Braucht man nicht. Einfach draufhalten. Komme ich an die Ampel ran von hier aus? Dann verstärke ich einfach schon mal die Ampel mit meinem Zeug, oder? Oder wollen wir noch einen Turm haben von mir? Ja, wir haben noch 5 Plätze. Wir könnten ja vielleicht noch so einen Minendispenser brauchen. Besitze ich keinen mehr. Mit so einem Lahmminen. Ah ja, das. Die Lahmminen habe ich. Echt? Wo? Ja, dann platziere. Ja, nee, ich habe keine Punkte. Ja, dann sag das doch. Habe ich gerade. Ja. Nein, das 1 behalte ich jetzt. Was? Ich habe noch einen Punkt auf meinem Bildschirm. Achso. Was denn? Ich verstecke mich nur vor Corby. Wir fehlen übrigens 16. Oh. So ineffizienterweise umständlich. Du hast gesagt, dir fehlen 16. Hier fehlen 16. Was? Hier fehlen 16, habe ich gesagt. Ich habe mir verstanden, also. Dann wäsch dir die Ohren. Dann red einfach mal deutlich, das tust du nämlich sonst auch nie. So, und jetzt die Amp verbessern. So, weil meine Türme will anscheinend eh keine haben. Was hast du denn für Türme? Weißt du. Gut, einen Fokus können wir demnächst mal brauchen. Stimmt wohl. Haben wir dann nicht schon einen? Wir haben schon einen Fokus, deswegen. Wo? Hier. Da oben vorne an der Ecke, neben Markus. Ach da, ja. Dann können wir deine Türme wirklich nicht brauchen. I'm ready. Welchen gehst du zu denen? Dann gehe ich davon zu den Spuckern und den Heilern. Dann muss ich wohl zu den Mutierern und Schwebern. Ja. Na super. Look an Highlight. Geiles, klappte Highlight. Ich will Krieger und Highlight, das ist ehrlich. Natürlich läuft der Mutierer zu euch. Natürlich laufen die Heiler zu den anderen Heilern. Alter, also ich mach grad so viele Punkte auf einmal, weil die Heiler gerade alle ineinander stehen. Also wie ist das denn? Autsch. Ach komm. Das neigt mit mir los. Vorsicht zum Kern kommen sehr viele. Ich seh's. Krieger plus plus, yay! Ja! Der eine Krieger hat mich einfach auf so ein Launchpad geschossen.
andere Lounge, da haben wir schon. Ja, gut, ist klar. Ich hab ja gerade gesagt, hat mich auf die Lounge geschossen. Also dann kann das mal. Was? Der hat mich nicht getroffen. Jetzt wird's wieder. Da kreie ich einfach die alten Busse und ich mache da nur kritische Treffer, weil ich mit dem seinen Arsch reinballer und der kriegt einfach fast keinen Schaden. Halte ihn in deine Richtung mit, aber das macht es voll praktisch, hier nicht hinten reinzuschießen. All clear for now. Natürlich kriegst du den letzten Kill dafür, weil du jetzt natürlich. ich hatte den letzten Treffer, okay. Ja.